Leutnant Ziegler ist uns entkommen. Verdammt. Wie war das nur möglich? Wie kam das Raumschiff hier in den Wald? Er hat uns an der Nase herumgeführt. Denken Sie nach, Ziegler. Unser Stützpunkt war während der Verfolgung völlig unbewacht. Als wir ihn aus den Augen verloren hatten, hat er es irgendwie geschafft, das Raumschiff vom Schulhof hierher zu bringen. Und der Alien muss sehr stark sein, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Von dieser Lichtung da unten konnte er dann ungestört starten. General Kettler, so muss es gewesen sein. Glauben Sie wirklich, er wollte unseren Planeten vernichten? Ja, das spielt keine Rolle. Aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber vielleicht ist er in Frieden gekommen. Mag sein. Aber bevor wir das herausbekommen hätten, wäre es vielleicht zu spät gewesen. Diese Alien-Technologie könnte uns um Jahrtausende voraus sein. Wahrscheinlich haben Sie recht. Unsere Mission war ein absoluter Fehlschlag. Lösen Sie den Stützpunkt unverzüglich auf. Und was machen wir mit dem Jungen? Ach, bringen Sie ihn nach Hause, er hat für uns keinen Wert mehr. Aber was ist, wenn er anderen von der Existenz dieses Außerirdischen erzählt? Das ist doch eine absolute Geheimsache. Ziegler, niemand wird ihm glauben. Er ist doch nur ein Kind. Und Kinder haben oft viel zu viel Fantasie. Wie Sie meinen, Herr General. Das Militärcamp auf dem Schulhof wurde noch in derselben Nacht abgebaut. Als Leutnant Ziegler feststellte, dass Finn verschwunden war, rief er bei Finns Mutter an, die ihm bestätigte, dass der Junge wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt war. Damit war die Sache für Leutnant Ziegler erledigt und die Leute vom militärischen Geheimdienst waren genauso schnell weg, wie sie gekommen waren. Direktor Dobermeier erhielt am nächsten Morgen auf seinem Handy einen Anruf von Kommissar Petersen. Herr Direktor Dobermeier, wir haben soeben die Information erhalten, dass der militärische Stützpunkt aufgelöst wurde. Und was ist mit dem Spionagesatelliten? Uns wurde mitgeteilt, dass man ihn abtransportiert hat. Aha. Und die Schäden auf dem Schulhof? Wurden die denn beseitigt? Leider nicht, Herr Direktor. Darum müssten Sie sich bitte kümmern.